Aloha, Freunde der elbischen Musik, hier der Renny Huginson. Ja, im letzten Part haben wir es endlich geschafft, nach Bruchthal zu kommen. Mussten leider einen der beiden Weitläufer aufgeben. Den einen konnten wir nicht retten, weil er von einem dieser Grabgeister besessen war. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt in Bruchthal angekommen. Aber ich würde sagen, bevor wir mit allen hier sprechen, gehen wir erstmal wieder zurück zur Sandfort, denn wir haben ja noch was vergessen. Wo ist denn die? Hier. Wir haben nämlich noch Atlas gefunden und das müssen wir dringend den einen Verwundeten geben, damit er überlebt. Hoffentlich lebt er noch. Ah, sieht gut aus. Sprechen wir sie an. Zeig mal her, was du gefunden hast. Ja, das ist wirklich Atelas. Nach der alten Kunde muss ich diese Blätter nur ins kochende Wasser geben und Elaran die Dämpfe einatmen lassen. Silana? Und unsere Elbenfreundin auch? Wie kann das sein? Ich dachte, ihr wurdet alle getötet. Aber nein, es waren nur die dunklen Stimmen in meinen Träumen. Doch es war nicht nur ein Traum, oder? Nein, aber du bist in Sicherheit. Leider nicht. Aber belaste dich nicht mit solchen Gedanken. Dank Silana wirst du wieder genesen. Von mir stammt das Wissen. Aber diese tapfere Elbin hat das Kraut gefunden, das dich gerettet hat. Unter großer Gefahr für das eigene Leben. Dann verdanke ich dir mein Leben, Freund. Bitte lass mich dir meine Dankbarkeit zeigen. Meine Waffen wurden vor langer Zeit dem untergegangenen Numenor geschmiedet. Sie sind seit Generationen in meiner Familie. Ich möchte sie jetzt dir und deinen Freunden schenken. Numenor? Was weißt du von Numenor? Numenor war das Land meiner Vorfahren, eine große Zivilisation. Aber es ist vor tausenden von Jahren im Meer versunken. Nur eine Handvoll Überlebende, angeführt von Elendil, entkam hierher nach Mittelerde. Er war Elendil. Und wer war dieser Elendil? Ein mächtiger Herrscher von Numenor. Er war es, der einst die Reiche von Arnor und Gondor gründete. Unser Oberhaupt Aragorn ist sein Erbe. Still, Junge. Du vergisst, dass wir Dúnedain noch immer unsere Geheimnisse haben. Ja, tut mir leid, ich bin unvorsichtig geworden. Vergiss, was ich gesagt habe. Aber komm, mein Freund, willst du meine Geschenke annehmen? Na gut, danke. Ein großzügiges Geschenk, danke. Jetzt ruh dich aus und komm zu Kräften. Lebt wohl, alle beide. So, und wir haben ja auch noch nicht unsere gute Elbenfreundin hier ausgerüstet, um 33 Punkte zu vergeben. Wille war verbrauchte Kraft und so und Amulette. Genau. Stärke wird sie am wenigsten brauchen. Geschick, ja, wahrscheinlich. Da war die. Erstmal hier und da. So. Zack, zack, zack. Na. Zack und zack. Zack, zack, zack. Zack. So. Dann nochmal das Ganze. So, nochmal der ganze Spaß. Okay, Stärke wird sie wirklich am wenigsten brauchen. Machen wir es noch so hier. Genau. Zack. 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 Und so. Na, sieht doch gut aus. Bestätigen wir das. Level 12 sind wir schon. Und 11 Fähigkeiten. So, da haben wir hier, um eine schützende Kugel zu zaubern, die vor Distanz angriffen. Und das ist das, was sie ja die ganze Zeit immer schon gemacht hatte, genau. Dann haben wir hier, um eine magische Schockwelle in alle Richtungen, das ist auch gut. Halte, um deinen Distanzangriff mehr Kraft zu geben, indem du mehrere Ladungen auf einmal abfeuerst. Ui, das ist auch super. Okay, was haben wir hier? Setzt euch Zuflucht entstandener Heilung frei und erhöht diese. Ui. Nehmen wir das. Was macht das? Fähigkeiten, die von einem Mitglied der Gefährten eingesetzt werden, kosten weniger Kraft.
Das ist natürlich auch cool. Was haben wir hier? Chance, dass jedes Mal, wenn eine Fähigkeit benutzt wird, die nächste umsonst ist und kein Abklinken verursacht. Wow. Ich sagen, das hier ist wichtig und das hier sowieso. Okay. Was haben wir hier? Erhöht die Reichweite deiner Machtwort und Sturmfähigkeit während des Blockens, um die Ziele mit Kraft elementarer Energie zu sprengen. Wow. Erhöht den Schaden durch Knüppel. Erhöht die Rate, mit der die Distanzangriffe des Stabes geladen werden und erhöht den Schadensbonus von geladenen Schüssen. Das klingt auch super. Ja, ich würde sagen, das mache ich jetzt erstmal so, weil bei ihr kann ich mich wirklich nicht entscheiden, welchen Purge ich hauptsächlich jetzt skillen werde. Gut, könnte man vielleicht entscheiden, wenn ich die anderen hier durchlese, aber das wäre albern. Ah ne, gibt doch einen Punkt habe ich ja noch. Ui. Was sagt denn das hier? Erhöht die passive Kraftregenerationsrate des Elben. Drücke 1 während des Blockens, um einen zeitweiligen Rüstungsbonus zu erhalten. Drücke 3, um ein einzelnes Ziel zu verwüsten. Höhere Ränge fügen zusätzlichen Zielen Schaden zu. Ui. Verringert die Abklingzeiten deiner aktivierten Fähigkeiten. Gewährt einen Rüstungsbonus, der von deinem gegenwärtigen Willen abhängt. Ah, das ist interessant. Erhöht die Dauer von Feuereis und Blitzeffekten, die du auf Feinde anwendest. Und drücke 1, um Zuflucht mit einer mächtigen Detonation zu beenden. Erforderlich Zuflucht. Ah. Das würde auch nochmal zusätzlichen Schaden raushauen, aber ich glaube. Was? Genau, erhöht die passive Kraftregenerationsrate des Elben, wäre ganz cool. Nehmen wir erstmal das. So, bestätigen wir das Ganze. Wir sind aber noch nicht fertig, wir können sie ja wahrscheinlich auch noch ausrüsten. Na, da fängt schon an. Ui. Oh, wir haben ja ein Talisman. Erhöht Chance auf Kraftkugel. Plus 7% erhöht. Abtrennen. Okay, nehmen wir mal. Sie braucht sowas wahrscheinlich nicht. Okay. Dann nehmen wir mal den Stab hier. Obwohl der hier. Na gut, der ist aber. Macht weitaus weniger Schaden. Was haben wir denn an Hosen? Natürlich nur für einen Champion. Okay. Dann sind wir erstmal neu ausgerüstet. Finde ich, wir sehen jetzt auch wesentlich hübscher aus. Nee, und okay, dann würde ich sagen, können wir jetzt endlich auf nach Bruchtal. Wo hat denn der jetzt die zwei Waffen her? Du hattest die zwei Waffen gar nicht. Oh Mann. Und du, wie siehst du aus? Warum hast du so einen komischen Hammer? Egal, wir fragen nicht. Aber sie sehen noch halbwegs so ausgerüstet aus, wie ich so ausgerüstet hatte. Von den Rüstungen her, meine ich. Egal, kümmern wir uns nicht mehr darum. Sondern wenden uns Wichtigerem zu. Denn wir wollten jetzt mit allen in Bruchtal reden. Ja, die Erdnöden, das ist dann unser nächstes Ziel. Aber noch sind wir nicht in Bruchtal fertig. Ah, der Ladescreen von Bruchtal ist auch ganz hübsch. Oder Imladris, genau, Imladris, so nennt's die Elben. Okay, wo sind wir hier überhaupt? Wie bin ich hierher gekommen? Reden wir erstmal mit dem hier, der da. Das ist doch Legolas. Jo, das ist doch Legolas. Nice. Oder ist es Legolas? Ja. Ah, das ist etwas, was ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Ein Elb in Imladris, den ich nicht kenne. Willkommen, mein Freund, ich bin Andriel. Sei gegrüßt, ich bin Legolas, Sohn von König Tranduil aus dem Waldlandreich im Düsterwald. Was, im Düsterwald? Erzähl mir vom Düsterwald. Der Düsterwald ist das größte Waldgebiet in ganz Mittelerde. Er wurde der große Grünwald genannt, bevor die Schatten Saurons über ihn kamen. In vergangenen Zeiten war es ein Ort von großer Schönheit. Aber jetzt ist er ganz erfüllt von Dunkelheit und Furcht. Bis auf den Norden, wo meines Vaters Reich liegt.
Und was führt dich hierher? Was führt dich auf so eine lange und gefährliche Reise? Unerfreuliche Aufgaben. Mein Vater sendet mich, um die Flucht von Gollum zu melden. Eine Kreatur, deren Bewachung Aragorn uns anvertraut hat. Was? Gollum? Was kannst du mir über diesen Gollum erzählen? Eine mitleiderregende Kreatur, die lange im Besitz des Rings der Macht war. Die böse Macht des Rings hat seine Seele zerfressen. Sein ganzes Streben zielt nur darauf, das wiederzuerlangen, was ihm genommen wurde. Und wie ist er entkommen? Wie ist Gollum euren Wachen entkommen? Nicht durch mangelnde Achtsamkeit, aber vielleicht aufgrund zu großer Güte. Wir erlaubten ihm gelegentlich unter strenger Bewachung im Wald umherzulaufen. Aber bei einem dieser Ausflüge wurden die Wachen von Orks aus Dol Guldur angegriffen. In dem Tumult konnte Gollum dann entkommen. Wir folgten seinen Spuren über viele Meilen südwärts, bis wir in die Nähe Dol Guldurs kamen. Da wurde es zu gefährlich, ihn weiter zu verfolgen. Dol Guldur? Was ist das für ein Ort, dieses Dol Guldur? Eine Festung des Feindes im Süden des Düsterwalds. Der dunkle Herrscher lebte dort, bis er im Jahr, als der Drachen fiel, von dort vertrieben wurde. Aber es ist wieder zu einem Ort des Bösen geworden. Alle Dunkelheit des Düsterwalds hat ihren Ursprung in Dol Guldur. Und wirst du bald nach Hause zurückkehren? Wirst du bald in deine Heimat aufbrechen? Nein, ich wurde ausgewählt, bei den Gefährten des Rings die Elben zu vertreten. Ich werde den Halbling Frodo Beutlin auf seiner Reise nach Süden begleiten. Warum du? Ich wundere mich, dass Elrond bei so vielen Elben in seinem eigenen Haus dich als einen der Gefährten ausgewählt hat. Ich habe um diese Ehre gebeten und Elrond verweigerte mir meinen Wunsch nicht. Ich glaube, er war froh, niemanden aus seinem eigenen Haus für diese Aufgabe abstellen zu müssen. Sollte der Feind Imladris bedrohen, wird er alle seine Kräfte brauchen. Und warum hast du dich freiwillig gemeldet? Ich bin neugierig. Warum hast du dich dafür freiwillig gemeldet? Zum einen, um die Flucht Gollums wiedergutzumachen. Aber noch mehr, weil dies das letzte Kapitel in unserem langen Kampf gegen die Dunkelheit ist. Und ich einen Beitrag zu unserem letzten Sieg leisten möchte. Oder zumindest bei unserem letzten Akt des Widerstands in erster Reihe stehen. Dann wünsche ich dir viel Glück. Möge Elbereth dir stets den Weg weisen, Legolas. Und du auch, Andriel. Ja, da haben wir jetzt ein bisschen Hintergrundstory zu Legolas Beweggründe gefunden. Jetzt herausgefunden, warum er eigentlich ursprünglich mit den Gefährten gereist ist. Genau. Und ist hier noch jemand? Jo, da sitzt wer. Das ist Bilbo, wie schön. Hallo Andriel. Schön, dass du gesund und munter wieder zurück bist. Ich habe gehört, dass du und deine Freunde alles getan habt, um meinem Frodo und dem Dunadan zu helfen, Bruchtal wohlbehalten zu erreichen. Du musst mir irgendwann alles darüber erzählen, damit ich es richtig niederschreiben kann. Erzähl mir von Frodo. Ich bin froh, dass Frodo wohlbehalten hier angekommen ist. Er ist dein Erbe, doch er ist nicht dein Sohn? Oh nein, er ist nicht mein Sohn. Eigentlich ist er mein Neffe, zweiten Grades. Und außerdem mein Großneffe, zweiten Grades. Nun, es ist kompliziert, aber wir haben den gleichen Urgroßvater. Der arme Kerl ist in sehr jungen Jahren verwaist und so habe ich ihn adoptiert. Ich habe ihn schön legal zu meinem Erben gemacht, womit ich gleichzeitig die gierigen Hoffnungen meiner lästigen Verwandten, die Sackheim-Beutlins, zerstörte. Er ist ein guter Junge, Frodo. Ich wünschte nur, ihr hättet zusammen mit meinem Nachlass nicht auch meine Probleme geerbt. Ich hoffe, Gandalf und der Dunadan werden in den kommenden Tagen gut auf ihn Acht geben. Der Dunadan? Der Dunadan? Du sprichst von Aragorn? Ja, in der Tat. So habe ich ihn seit dem Tag genannt, an dem er mir von seiner Herkunft erzählte. Ein bemerkenswerter Mann, Aragorn. Und ein guter Freund. Ich wünschte fast, ich könnte ihn auf seinem gewaltigen Vorhaben begleiten. Aber ich bin inzwischen viel zu alt für Abenteuer. Ich hoffe nur, ich werde noch lange genug verschont, um alles aufzuschreiben. Um genau zu sein, ist er 111. Erzählt mir von den Ringen. Kannst du mir sagen, wie Frodo zu dem Ring der Macht gekommen ist? Nun ja, das war durch mich, fürchte ich. Ich habe den Ring zufällig gefunden, als ich mich in den Höhlen unter dem Nebelgebirge verirrt hatte. Ich habe ihn gewonnen. Das heißt, ich habe ihn dem Geschöpf Gollum abgenommen. Natürlich kannte ich bis vor ein paar Tagen nicht die ganze Geschichte des Rings. Ich dachte, es wäre bloß ein magischer Schnickschnack, der die Kraft hat, seinen Träger unsichtbar zu machen. Ich habe ihn nur benutzt, um unliebsamen Besuchern aus dem Weg zu gehen. Stell dir mal vor, dass mein alter Ring so einen Wirbel verursacht.
Ich würde ihn gern wieder an mich nehmen, wenn das etwas bringen würde. Oh ja, sehr gern sogar. Ja. Weißt du, ich glaube, es wäre am besten, wenn wir über etwas anderes reden würden. Na, da hast wahrscheinlich recht. Was macht die Schreiberei? Und bist du weiter deiner Schreiberei nachgegangen? Woran arbeitest du gerade? Oh, ein bisschen hierüber, ein bisschen darüber. Geschichte, meine früheren Abenteuer, Stammbäume. Ich habe sogar ein elbisches Wörterbuch angefangen, obwohl ich mich in letzter Zeit hauptsächlich mit Poesie befasst habe. Dabei kannst du mir vielleicht helfen. Ich schreibe gerade ein Gedicht für Aragorn und bei ein, zwei Zeilen hänge ich ein bisschen fest. Dann lass mal hören. Ist das wahr? Da helfen wir doch mal den guten Bilbo. Na schön, na schön. Der Vers, der mir Schwierigkeiten bereitet, geht in etwa so. Das Feuer des Westens ist wieder entzündet. Höret die Kunde, die ich euch bringe. Erneuert ist die Hoffnung, die sich begründet. Okay, jetzt müssen wir aussuchen, wie wir diesen Vers beenden wollen. Denn er führt eine blutige Klinge, denn er fordert bald den Herrn der Ringe. Denn drei sind aller guten Dinge. Das ist den Spross aus Westernis gelinge. Ich würde sagen, weil das einfach mal am epischsten klingt, denn er fordert bald den Herrn der Ringe. Höret die Kunde, die ich euch bringe. Das Feuer des Westens ist wieder entfacht. Die verlorene Hoffnung endlich erwacht. Zu vernichten den Herrn der Ringe. So klingt's richtig gut. Das ist nicht schlecht. Vielleicht kann ich es verwenden. Du hast deinen Beruf verfehlt, mein Freund. Vielleicht solltest du deine Waffen niederlegen und zur Feder greifen. Das würde mir zwar gefallen, aber jetzt sind Waffen gefragt. Zurzeit müssen unsere Hände häufiger die Bogensehne spannen, als die Harfenseite zupfen. Ich fürchte, du hast recht. Aber da diese alten Hände mit einem Schwert nicht mehr viel anfangen können, halte ich mich weiter an die Feder. Obwohl ich etwas Hilfe bräuchte. Vielleicht könntest du das Prinzessin Arwen zeigen. Sie hat die Gabe ihres Volkes, mit Worten umzugehen. Und dieses Gedicht wird ihr sicher sehr am Herzen liegen. Ich bringe es ihr. Ah, vielen lieben Dank. Und grüß sie bitte schön von mir, hörst du? Das werde ich. Mit Vergnügen. Leb wohl fürs Erste, Bilbo. So, ich würde sagen, da es ja wieder nur so ein Part wird, in dem viel nur geredet wird, würde ich sagen, machen wir den auch ein bisschen länger. Können wir mit dir reden? Ja. Elori. Andriel, willkommen zu Hause. Es ist schön, dass du wieder zurück bist. Ich habe bereits Geschichten über deine Heldentaten gehört. Ganz Imladris ist stolz auf dich. Oh, aber ich vergesse meine Pflichten als Verwalterin. Du hast schwere Schlachten durchstanden. Benötigst du neue Ausrüstung oder Waffen? Wie ist die Lage? Es ist gut, wieder einmal in der Heimat zu sein, Elori. Wie ist es Imladris in meiner Abwesenheit ergangen? Weniger ruhig als üblich, fürchte ich. Die Diener des Feindes sind auf ihrer Jagd nach Frodo Beutlin fast bis an unsere Tore gekommen. Doch er wurde durch Aragorns Mut und die Künste Elronds gerettet. Aber du weißt mehr darüber als ich. Und was ist mit dem Hobbit? Und Frodo, hat er all die Gefahren sicher überstanden? Er wurde von einer der üblen Waffen des Feindes schwer verwundet. Es sah aus, als würde er nicht überleben, aber Elronds Geschick als Heiler ist unübertroffen. Er rettete sein Leben, sehr zur Erleichterung Bilbos. Und wurden die Nazgul vernichtet? Wurden die Nazgul, die Frodo verfolgten, getötet? Ich weiß es nicht, doch mein Herz sagt mir, dass sie nicht getötet wurden. Elrond wird viele Späher aussenden, um zu erfahren, was aus den Nazgul geworden ist und wie sich der Feind bewegt. Mir wurde befohlen, sie mit Ausrüstung zu versorgen. Okay, dann... Ach, ausgerüstet werden müssen wir eigentlich... Obwohl, zeig mal, was du hast. Erstmal verkaufen. Zum Beispiel diese Rüstung hier. Diesen Stab können wir ver... Das behalten wir mal vorerst. Für den Fall. Das behalten wir auch vorerst. Aber die Stiefel können weg. Genau. Das kann weg, das kann weg. Was ist das? Ah, das ist eine Belohnung von Elaran. Die muss ich wahrscheinlich noch aktivieren. Okay. Oh, kaufen, was hast du denn? Scheiße, ist das gut. Mal gucken erstmal, was wir noch nicht haben. Ja, da ist das hier das Beste, was wir momentan haben.
Schuhe. Leider nichts für mich dabei. Okay. Minus 20 Gesundheit. Okay, jetzt haben wir erstmal nur Sachen gekauft, die wir halt noch nicht getragen haben. So, erstmal gucken, was das hier ist. Ah, das können wir aussuchen, weil das ist ja cool. Nehmen wir, weil ich als nächstes ja wieder Farin spielen werde, wenn das hier dann vorbei ist, nehme ich mal Elarans Handaxt. Oder, nee, das Schwert, das nehme ich doch. Fortfahren. Erstmal die Schulterplatten hier tragen. Handschuhe, stimmt, haben wir ja noch nicht. Und ja, demzufolge sind wir noch relativ nackt um die Hände. So, wer ist denn das hier? Kloin. Kloin, das ist doch der Boss von Farin. Sei gegrüßt, Freund. Es ist eine Ehre, die Bekanntschaft eines von Farins tapferen Gefährten zu machen. Ich bin Gloin, Sohn von Groin vom einsamen Berg. Und einer von Bilbos Gefährten im Kampf gegen den Drachen Smaug. Ich sah dich hier, als Thorin Eichenschilds Gefolge sich bei uns in Bruchtal aufhielt. Ich bin Andriel, Lehrmeisterin in Elronds Haus. Ich habe von der Geschichte an der Sarnfurt gehört. Und es heißt, ihr drei habt einen Stammesführer der Orks in Fornos zur Strecke gebracht. Ich vermute, ich werde schon bald von noch größeren Heldentaten hören. Mir geht das Herz auf, wenn ich sehe, dass wieder ein Zwerg, eine Elbin und ein Mensch zusammenarbeiten. Erinnert mich an die gute alte Zeit, jawohl, als die drei Gleichgesinnten Seite an Seite in der Schlacht der Fünf Heere gekämpft haben. Ja, das ist Gimlis Vater im Übrigen. Der ist jetzt der König am einsamen Berg. Für die, die es nicht wissen. Vergesst nicht die Adler. Vergessen wir nicht die großen Adler. Sie waren uns eine große Hilfe, genau wie dir und deinen Gefährten. Gut gesprochen. Thorins Unterfangen und die Schlacht der Fünf Heere wären ohne die Hilfe der Adler in einer Katastrophe geendet. Du hast Glück, dass du die Freundschaft eines solch edlen Geschöpfs gewonnen hast. Gut möglich, dass dein Leben von der Wahl deiner Freunde abhängt. Ganz egal welcher Art. Ja, der Hobbit gelesen oder gesehen haben, wissen wir, was mein mit die Adler sind lebensnotwendig gewesen. Vielleicht wird es Frodo helfen. Saurons Aufmerksamkeit wird sich hauptsächlich auf den Süden richten. Wenn wir seine Pläne hier durchkreuzen, wird es ihn vielleicht ablenken. Das könnte sich als Vorteil für den Ringträger erweisen. Genauso denke ich über die Sache auch. Sei die Stechfliege in der Suppe. Gewissermaßen. Nur, dass der Stich dieser Fliege tödlich sein wird. Es wird Zeit, dass du dich an die Arbeit machst. Lebe wohl und viel Glück. Sehr charmant, dass er uns mit Fliegen vergleicht. Okay, du bist doch... Das ist Frodo, der Ringträger. Hallo, du bist Andriel, nicht wahr? Ich habe auf eine Gelegenheit, mit dir zu reden, gehofft. Und du bist Frodo Beutlin. Aragorn und Gandalf haben mir alles von dir und deiner Bürde erzählt. Und mir hat man alles über dich erzählt. Ich wollte dir und deinen Freunden danken, dass ihr geholfen habt, uns auf unserer Reise nach Bruchtal zu beschützen. Ach, gern geschehen. Sehr gern geschehen, Frodo. Wir haben gerade eben erst erfahren, wie entscheidend dein Auftrag wirklich war. Es freut mich, dass wir dir behilflich sein konnten. Es scheint, als schulde ich euch allen Dank. Dir, Aragorn, Elrond. Ohne die Hilfe eines jeden von euch wäre ich jetzt nicht hier. Ach, Quatsch. Alles... Wie gesagt, gern geschehen. Wir sollten eher dir danken. Wir sollten uns bei dir bedanken. So weit durch so viele Gefahren gekommen zu sein, zeugt von ausgesprochen großem Mut. Danke, dass du das sagst, aber ich fühle mich nicht tapfer. Ich habe nur viel Glück gehabt. Es gibt mehr als nur eine Art von Tapferkeit. Tapferkeit hat viele Gesichter, Frodo Beutlin. Du hast dich freiwillig entschieden, nach Mordor zu gehen. Nur wenige haben je so einen Mut gezeigt. Ich werde versuchen, mir das zu merken. Ich hoffe nur, dass ich den großen Erwartungen gerecht werden kann. Ach, keine Angst, das wirst du. Daran habe ich kaum Zweifel. Jetzt ruhe dich aus und komm wieder zu Kräften für den Weg vor dir. Ja, mit Frodo haben wir gesprochen. Wer ist denn das hier? Das ist der gute Gimli. Es ist lange her, dass so viele Zwerge die Hallen von Imladris beehrt haben. Wer bist du?
Gimli, Sohn von Glóin. Zu Diensten. Ich habe großes Lob über dich gehört. Das war gute Arbeit dort in Fornost. Wirklich nicht schlecht für einen von Tranduils Volk, die eher daran gewöhnt sind, sich im Wald zu verstecken, als in offener Schlacht zu kämpfen. Aber letzten Endes hattet ihr die Hilfe von meinem Verwandten, Farin. Ich hörte, er schlug sich tapfer. Das tat er. Aber der Schlauste bist du nicht, Gimli, Sohn von Glóin, wenn du einen Waldelben nicht von einem Mitglied des Hauses von Elrond unterscheiden kannst. Nun ja, nichts für ungut, aber hier sind auch Elben aus dem Düsterwald. Und diese Art kenne ich am besten. Als Nachbarn und Verbündete. Jeder Elb von Elronds Haus ist Freund und Familie für mich. Es ehrt mich, als Gast hier unter den Weisen zu sein. Und warum bist du im Bruchtal? Farin sagte kein Wort davon, dass weitere seines Stamms ihm folgten. Was führt dich den weiten Weg nach Imladris? Gewiss, es ist ein langer Marsch von den Hallen von Erebor, aber schlechte Nachricht reißt schnell. Wir sind um Bilbos Willen gekommen, mit der Warnung, dass die Diener Saurons ihn und seinen Ring finden wollen. Dreimal kam so ein schwarzer Reiter zum vorderen Tor von Erebor und verlangte Nachricht über Bilbo und drohte damit wiederzukommen. Ehe das passierte, sandte König Dain meinen Vater Glóin, um Rat von Elrond einzuholen. Ihr habt das Ergebnis des Rats gehört? Wie ich sehe, habt ihr das. Ich habe geschworen, Frodo auf seiner Reise zu beschützen. Ein Eid, den ich erfüllen werde. Und wenn sich mir alle Orks von Mittelerde in den Weg stellen. Also, du reist auch nach Süden. Wann brecht ihr Richtung Süden auf? Nicht schnell genug für meinen Geschmack. Elrond sendet Späher in alle Himmelsrichtungen aus. Und wir warten auf deren Nachricht. Sie suchen nach Spuren von Nazgûl, die Flutwelle am Fluss überlebt haben könnten. Und es gibt daneben noch andere Bedrohungen, wie du wohl weißt. Mein Herz ahnt, dass der Norden nicht sicher ist. Du sorgst dich um den Norden? Elrond hat uns mit der Mission beauftragt, die Ettenöden zu erkunden. Aber was ist es, das dir im Norden Sorgen bereitet? Mir gefällt nicht, was ich von diesem Agandar gehört habe, den ihr aus Fornost vertrieben habt. Er könnte noch ungeahntes Leid bringen. Es gibt Gerüchte über Orks, Goblins und andere tödliche Feinde, deren Zahl schnell wächst. Wenn der dunkle Herrscher zuschlägt, wird mehr als ein Land seinen Zorn zu spüren bekommen. Ich habe Angst um das Auenland und um Bruchtal. Es würde mein Herz beruhigen, wenn ich wüsste, dass du dich um die Verteidigung des Nordens kümmerst, so lange wie du gebraucht wirst. Mit Farins Hilfe natürlich. Was immer Eradan und ich und ganz speziell der hochgeschätzte Farin tun können, werden wir tun. Das verspreche ich dir. So sieht's aus. Wir sind das letzte Bollwerk gegen den Norden. Oh, und da bist du. Ah, die zwei Brüder. Die Sonne scheint und alles ist ruhig und friedlich hier in Imladris. Weit entfernt vom Blut und Staube Fornosts, nicht wahr? Der Heldenmut, den ihr dort gezeigt habt, gereicht unserem ganzen Volk zur Ehre. Es tut mir nur leid, dass du so wenig Zeit hier zu Hause verbringen wirst, bevor du wieder aufbrechen musst. Wie geht es eurer Familie? Wie geht es eurer Schwester, der Prinzessin Arwen? Es geht ihr gut, auch wenn sie vor Gram gebeugt ist. Es ist schwer für sie, schon bald von Aragorn, ihrem Geliebten, getrennt zu sein. Aber dies ist ihr Schicksal. Und was führte euch eigentlich nach Fornost? Wie kam es, dass ihr zufällig in Fornost wart? Du weißt, wie stark unser Hass auf die Orks seit dem Martyrium unserer Mutter brennt. Wir reiten oft weit hinaus, um sie zu jagen. Wir stießen auf Spuren einer großen Horde von Goblins, die von der Orkfestung am Gramberg aufgebrochen waren und folgten ihrer Fährte nach Fornost, wo wir keine Zeit vergeudeten, sie anzugreifen. Und was werdet ihr jetzt machen? Es wäre schön, eine Zeit lang entspannt zu verweilen, doch ich habe versprochen, die Ettenöden nach Hinweisen auf den Feind abzusuchen. Was ist mit euch? Ich kenne euch beide zu gut, um zu glauben, dass ihr lange untätig herumsitzen werdet. Wahrlich nicht. Wir werden alsbald in einer ähnlichen Mission wie der deinigen aufbrechen. Wir werden nach Süden reisen und Ausschau nach Nazgûl und anderen Bedrohungen halten. Aragorn wird uns zumindest einen Teil des Weges begleiten. Okay, dann wünsche ich euch viel Glück. Lebt wohl, Freunde. Möge das Glück euch begleiten. So, ich würde sagen, sonst wäre der Part dann doch zu lang. So erkunden wir eben halt Bruchtal in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Reinschalten. Sorry, dass es jetzt nicht ganz so spannend war wie die vorherigen Folgen. Aber das wird schon wieder. Solche Folgen muss es ja auch geben. Dann schaut auch wieder in der nächsten Folge rein. Bleibt elastisch, euer René Huginson. Ciao.